In diesem Video zum Orangegurt möchte ich mich mal etwas näher mit Intents auseinandersetzen, also den Hauptinformationsträgern in unserem Android-System. Wie immer Informationen zu diesem Video und begleitende Informationen unter meiner Homepage codeconcert.de. Voraussetzungen, ja, man sollte das Thema Lifecycle sich schon mal angeguckt haben und davor natürlich den Gelbgurt schon erfolgreich abgeschlossen haben. Arbeitsdokument ist wie bei den Lifecycle auch das Intents-Dokument. Hier jetzt von Kapitel 3 bis 3.3. Das ist das, was jetzt in Line mit diesem Video ist. Ja, und was wir jetzt hier in diesem Video machen wollen, ist, wir wollen verstehen, was Intents sind und was die prinzipielle Bedeutung und Nutzung innerhalb unseres Android-Systems ist. Wir werden uns erstmal inhaltlich mit der Idee des Loose-Coupled Architecture, also der losen Kopplung, uns etwas auseinandersetzen. Dann schauen wir uns mal ein Beispiel mit einem Intent an. Wie soll das funktionieren? Dann wollen wir mal gucken, wie wir eine neue Activity mit Hilfe eines Intents tatsächlich starten. Dann wollen wir das Gleiche mal tun und eine Rückantwort verarbeiten. Das heißt, ich starte eine Activity und sobald die beendet wird, soll sie mir an die ursprünglich gestartete Activity eine Information zurücksenden. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal erstmal allgemein an. Für alle die Entwickler, die jetzt aus der klassischen Entwicklung, irgendwie Desktop-Entwicklung kommen, kennen wir das so, dass wir irgendwelche Dialoge haben und diese Dialoge einen Subdialog haben und hier mit Referenzen arbeiten. Das heißt, dieser Hauptdialog hat einfach einen Zeiger auf den Subdialog und kann dann relativ transparent mit diesem Subdialog arbeiten. Der wiederum kann auch eine Referenz auf den Hauptdialog haben und dann entsprechend relativ einfach und bequem auch Informationen da zurückschicken. Und das Ganze funktioniert auch mit einem zweiten Dialog, der jeweils Referenzen hat und die können auch zueinander, die Subdialogs, Referenzen zueinander haben. Also im Prinzip können wir alles relativ eng verbinden. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, ich kann relativ schnell aufeinander zugreifen. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist aber, dass ich es sehr, sehr eng verwoben habe. Das heißt, meine einzelnen Dialoge sind wirklich auf Gedeih und Verderb aufeinander ausgerichtet. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich packe irgendwie meinen Subdialog 1 und packe ihn in ein neues Programm rein. Das wird nicht funktionieren. Bei Android hat man sich für eine andere Lösung entschieden. Und zwar, wir kennen ja alle schon unsere Activities, unsere Main Activities hier im Beispiel. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Main Activity eine andere Activity starten möchte, dann wird das nicht mit Hilfe eines ganz normalen Konstruktors laufen, sondern mit einem Befehl an das Android-System. Und dieser Befehl nennt sich Intent. Und dieser Intent kann entsprechend auch Informationen mit sich tragen, die dann für die Erzeugung der nächsten Activity oder der Sub-Activity, nennen wir es mal so, notwendig sind oder benötigt werden. Das heißt, was jetzt passiert ist, die Main Activity startet einen Intent und möchte mit Hilfe dieses Intents diese Sub-Activity erzeugen. Das Ganze geht an das Android-System, weil die Activities ja von dem Android-System im Prinzip verwaltet werden. Das heißt, Android möchte immer mitreden. Wir erinnern uns, bei einem mobilen Gerät, beim Handy, kann es immer passieren, dass jemand anruft. Und wenn das passiert, dann muss Android in der Lage sein, die aktuellen Aktionen zu unterbrechen und braucht somit eben die Kontrolle über die einzelnen Activities. So, das Android-System bekommt jetzt diesen Intent und erzeugt damit mit dieser Information eine Activity. Die wird instanziert und diese Activity erhält dann diesen Intent, diesen Informationsblock und kann den dann auch entsprechend auswerten.
Und wenn das Ganze dann vorbei ist, dann lebt sozusagen diese Subactivity. Und die haben jetzt erstmal miteinander keine weiteren Verbindungen. Das heißt, meine Main Activity hat mit der Subactivity nichts mehr am Hut. Das, wenn ich jetzt irgendwelche Informationen austauschen möchte, muss ich mir andere Wege überlegen, wenn ich quasi von der Subactivity wieder zurück möchte mit irgendwelchen Informationsblöcken. Das klingt jetzt erstmal ziemlich umständlich und ich muss sagen, meine ersten Erfahrungen mit dem ganzen System waren auch nicht besonders angenehm, aber es bleibt bei der Notwendigkeit, dass Android eben die Kontrolle behalten muss und diese einzelnen Aktivitäten entsprechend selbstständig kontrollieren möchte. Was hinzukommt ist, wenn ich mir diese ganze Kiste jetzt ansehe, könnte ich theoretisch diese Subactivity 1, wie ich sie hier sehe, auch von einer ganz anderen Activity starten können. Das heißt, diese Subactivity ist ein in sich geschlossenes System, das von jedem genutzt werden kann. Und das ist durchaus ein Vorteil, dass ich dieses System so stark entkopple. Nun, wenn wir das Ganze jetzt mal mit einer Rückantwort uns anschauen wollen, dann müssen wir diese Subactivity starten, indem wir dem Android-System sagen, pass auf, ich hätte gerne eine Subactivity und die wird aber mir noch eine Rückantwort liefern. Und dann kann meine Subactivity diese Rückantwort tatsächlich auch realisieren und meine Main-Activity hat dann einen sogenannten Receiver für diese Rückantwort und es ist in dieser Konstellation erstmal nichts anderes wie eine Methode und dann kann meine Subactivity auch wieder über das Android-System diese Rückantwort zurückschicken. Was danach dann läuft, die Subactivity streng genommen kann sie noch existieren, aber meistens macht man diese Rückantwort erst dann, wenn ich kurz bevor ich die Subactivity dann wirklich aus dem System rausnehme und eine sogenannte Finish-Methode aufrufe. Aber das werden wir uns nachher noch im Code etwas genauer ansehen. So, eine Besonderheit will ich jetzt hier auch nochmal anmerken, und zwar, wenn ich irgendeine Quelle eines Intents habe, das heißt Main Activity oder irgendein Broadcast, was auch immer, ist erstmal egal, wo dieser Intent herkommt, dann kann dieser Intent mit gewissen Eigenschaften ausgestattet werden. Und diese Eigenschaften ermöglicht es jetzt dem Android-System festzulegen, wer von den potenziellen Empfängern diesen Intent jetzt bekommen soll. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise verschiedene Receiver. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Filter, der gesetzt wird. Und wenn jetzt der Filter auf meinen Intent passt, dann empfängt im Prinzip meine Subactivity 2 jetzt genau diesen Intent, also diesen Intent X in dem Fall. Und damit kann ich sozusagen auch die, wenn ich Pech habe, Flut von Intents auch ein bisschen steuern, dass ich wirklich sagen kann, diese oder jene Activity, nur die wird entsprechend meinen Intent dann erhalten. Das kann ich zum Beispiel dafür verwenden, dass ich mal sage, ich hätte jetzt gerne eine Applikation, die mir ein Browserfenster öffnet. Also ich gebe eine Webadresse vor und ich hätte gerne, dass irgendjemand im System dieses Ding dann öffnet. Und dann schicke ich ein Intent in mein Android-System und Android kümmert sich darum, dass eben die richtige Applikation sich darum kümmert. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als würde ich auf ein bestimmtes File einen Doppelklick machen und dieses File, also jetzt in Windows, dieses File hat jetzt eine Endung .doc beispielsweise und dann weiß Windows, jo, das ist eine Word-Datei und öffnet Word, um diese Datei zu lesen. Und so ungefähr kann ich mir diese Filter hier auch vorstellen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass wir diese ganzen Intent-Filter und Intent-Geschichten jetzt codemäßig uns noch etwas genauer ansehen werden. Ich muss gestehen, es wird eine gewisse Zeit lang dauern, vor allem wenn man
auch diese Intent-Filter sich etwas genauer anschaut. Das ist im Prinzip ein riesengroßes Thema. Das ist die gesamte Kommunikation innerhalb meines Android-Systems läuft über solche Intents ab. Und da wird es am Anfang erstmal ein bisschen knirschen. Und das ist ganz normal. Wir werden halt gucken, dass wir die allerwichtigsten Themen uns mal anschauen, dass wir eben in der Lage sind, zwischen diesen einzelnen Activities diese Nachrichten hin und her schieben können. Das wird unser zentrales Ziel jetzt erstmal sein. Nun, eine Sache sei hier noch kurz angemerkt. Ein Grund für diese auf den ersten Blick recht komplizierte Handhabung war ja die Entkopplung. Ein anderer ist aber auch, dass Android durchaus Informationen für potenzielle Activities auch hat, die jetzt nicht aus einer von uns geschriebenen Activity kommen, sondern beispielsweise eben eine SMS flattert rein oder der Akkustand geht runter oder was auch immer. Und das sind so Nachrichten, die eben über dieses Intent-System auch an die einzelnen Elemente weitergereicht werden. Und auch hier werden wir uns ein bisschen darum nochmal kümmern, aber das wird jetzt für den Orangecode jetzt erstmal eine nicht ganz führende Rolle spielen, weil da gehen wir relativ weit jetzt in das ganze Thema rein. Wichtig ist nur, dass man das Grundkonzept verstanden hat und dann kann man, wenn man jetzt eine App schreiben will, die auf ganz bestimmte Intents dann reagieren möchte, durchaus auch sich selbst dann per Internet und diversen Foren dann helfen. Welche Intents denn existieren, die vom System versendet werden, kann man in den einschlägigen Dokumentationen nachlesen. Ein Beispiel wäre jetzt bei der Akkustand und vor allem ganz vorneweg natürlich der Anruf oder eine SMS. Um dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Gehalt zu geben, werden wir uns ein konkretes Beispiel mal ansehen. Grundsätzlich, wir haben gelernt, Intents sind Informationsträger. Erste Frage, wofür Informationen? Das kann ich in zwei Teile teilen. Entweder für passierte Ereignisse, das ist ein klassisches Beispiel der Anruf, oder aber auch Aktionen, die ich durchführen soll oder die Android durchführen soll. Klassisches Beispiel, ich möchte eine neue Activity erzeugen. Das sind erstmal Intents. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben hier eine Main Activity und wir wollen jetzt für unser Beispiel eine Sub-Activity erzeugen, mit Hilfe eines solchen Intents. Und wir wollen einfach mal gucken, was müssen wir dazu tun, um das Ganze eben zu realisieren. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Code, um eine neue Activity zu erzeugen. Wem das hier zu schnell geht, der kann auch unter codeconcert.de sich das PDF zu diesem Kurs runterladen und da den Code nochmal Punkt für Punkt durchgehen und den dann auch in ein eigenes Projekt reinpacken und das dann nachzuvollziehen. Weil ich gerade dabei bin, ich empfehle jedem, diesen Code wirklich auch selbst in sein System einzutragen, förmlich abzuschreiben, damit man auf die einzelnen Punkte mal geht und sich bei jeder einzelnen Zeile Gedanken machen, warum schreibe ich jetzt diese oder jene Zeile rein. Alles muss verstanden sein, weil sonst laufe ich in Gefahr, Code zu produzieren, der in gewissen Situationen einfach nicht richtig seine Funktion tut. Gut, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Ich habe jetzt in meiner Layout-Datei, meiner Main-Activity, eine Methode eingefügt, die heißt MyClickMethod und die habe ich jetzt in der Layout-Datei auch meinem Button onClick zugeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Button klicke, wird genau diese Methode aufgerufen. Und als erstes erzeuge ich einen Intent. Intent ist ganz normal in meiner Android Java API drin und das Konstrukt ist relativ einfach. Ich taufe das Ding jetzt einfach mal Intent und sage New Intent. This bezieht sich auf die aktuelle Klasse, sprich meine Activity, und dann trage ich hier die Klasse meiner Sub-Activity ein. Das ist die Activity, die ich dann starten möchte. Wichtig hier, ich trage hier tatsächlich die Klasse ein. Das heißt, ich habe jetzt einen sogenannten expliziten Intent geschaffen.
Dieser explizite Intent zeichnet sich dadurch aus, dass er nur und wirklich nur durch diese Klasse empfangen werden kann. Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich dieses ganze Konstrukt das erste Mal gesehen habe, war, das ist ja wahrscheinlich ein Sicherheitsfeature. Die einschlägige Literatur sagt aber, das ist kein Sicherheitsfeature, weil es umgangen werden kann. Das heißt, wenn ich wirklich sensitive Funktionalitäten in meinen Apps dann drin habe, dann muss ich das noch anderweitig absichern. Aber grundsätzlich geht es hier einfach mal nur darum, den richtigen Adressaten zu finden, und das ist genau diese Klasse. Die Package-Information ist hier nicht mit drin, einfach deswegen, weil diese Sub-Activity im gleichen Package ist wie die Activity, die Main-Activity, in der ich diesen Code eingefügt habe. Wenn es eine Activity aus einem anderen Package ist, muss ich entsprechend die Package-Information, also com.example.course, was auch immer, dann eintragen, bevor ich dann die Klasse Sub-Activity.class benenne. Dann hole ich mir eine Referenz auf mein EditText-View, so wie wir es eben im Gelbcode auch gelernt haben, und hole mir den Text in eine String-Variable rein. Und als nächstes packe ich in meinen Intent diese Information hinein. Das ist ein Put-Verfahren, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Hash-Table. Das heißt, ich habe eine Key Value oder Name Value Pair Information, diese Konstante, die ich hier definiert habe, extra Message Def, so habe ich das einfach mal getauft, ist eine Konstante, die ich in meiner Main Activity deklariert habe, und dort ist eine eindeutige Kennung für meine Message dann drin, dass ich die später beim Empfang auch wieder auseinanderklamüsern kann. Und dann ist eben hier die Message, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein String. Das heißt, ich platziere in mein Intent einen String und verpasse diesen String dann auch einen eindeutigen Key, damit ich ihn später wiederfinden kann. So, jetzt habe ich mein Intent sozusagen mit den notwendigen Informationen gefüttert. Das heißt, welche Klasse soll das ganze Ding irgendwann mal empfangen, und noch ein paar Zusatzinformationen, hier in dem Fall einen einfachen String hineingepackt. Und zum Schluss rufe ich Start Activity auf. Damit übergebe ich sozusagen diesen Intent an das Android-System und sage: Liebes Android-System, bitte starte mir eine Activity. Alle Infos findest du in diesem Intent. Und dann wird eben Android dazu übergehen, diese Informationen zu verwenden und sozusagen in die Android-Welt hinauszuschicken. Im Empfänger dieser Nachricht, und das ist im Prinzip meine Sub-Activity-Klasse, habe ich jetzt in der onCreate-Methode diesen Code platziert. In der onCreate-Methode deswegen, weil das ja die erste Methode ist, die aufgerufen wird, wenn meine Activity erzeugt wird. Und hier hole ich mir jetzt mit der Methode getIntent eine Referenz auf den Intent, der an diese Subactivity dran geklebt wurde, also im Prinzip beim Aufruf eben verbunden wurde. Und dann kann ich ganz normal wieder mit diesem Key, das war ja meine Konstante, extra Message Def, die ich in meiner Main Activity platziert habe, also Main Activity.extra Message Def, mit diesem Key hole ich mir jetzt diesen String-Nachricht wieder und packe sie einfach in meine String-Variable Message. Ja, und dann läuft es im Prinzip relativ straightforward. Ich hole mir eine Referenz auf mein Edit-Text-Feld meiner Sub-Activity, und dort packe ich jetzt den Text rein, den ergänze ich jetzt mit Sub für Sub-Activity Received, und dann meinen Message-String. Das heißt, jetzt habe ich die Information von meiner Main-Activity in die Sub-Activity hineingeschrieben. Die Main-Activity war zuerst auf meinem Handheld zu sehen. Beim Klick auf den Send-Button wurde jetzt die Sub-Activity erzeugt. Die steht jetzt sozusagen anstelle meiner Main-Activity auf meinem Bildschirm und erhält eben den String, der vorher in meiner Main-Activity in diesem Edit-Text-Feld drin war. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir diese Information,
dieses Textfelds über den Intent rübergeschickt haben. Die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es jetzt wieder zurück? Weil meine Main Activity existiert ja bereits. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach von meiner Sub Activity dann sagen, erzeug mir meine Main Activity nochmal. Die ist ja schon da. Das heißt, jetzt brauche ich hier irgendein anderes Konstrukt und das läuft im Prinzip so, dass ich einen Intent starte, dem ich beim Starten mitgebe, du kannst davon ausgehen, dass eine Rückantwort kommt. Und auch das schauen wir uns jetzt mal im Code an. Also wir gehen wieder zur Main Activity, gucken wieder in diese Methode, die ich im Layout bei dem Button on Click hinterlegt habe. Und der erste Teil sieht exakt so aus wie in meinem vorausgehenden Beispiel. Das heißt, ich erzeuge mein Intent, Referenz auf mein Edit Text View hole ich mir, hole den String raus und packe den in meine Extras in den Intent hinein. Jetzt aber sage ich nicht mehr Start Activity, sondern ich sage Start Activity for Result. Das heißt, ich informiere Android, pass auf, hier kommt jetzt die Anfrage, eine neue Activity zu starten. Die wird mir aber aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ergebnis zurückliefern. Das heißt, die Art, wie meine Sub-Activity gestartet wird, hat sich jetzt leicht verändert. Was noch dazu kommt, ist ein sogenannter Request-Code. Das ist hier wieder eine Konstante, die ich in meiner Main-Activity mit einem eindeutigen Wert versehen habe, damit ich hier später in meiner Main-Activity feststellen kann, wer hat denn meine Antwort geschickt, weil ich könnte in meiner Main-Activity mehrere Buttons haben und somit auch mehrere Sub-Activities starten. Und damit kann ich hier das später dann beim Wiederempfangen auseinanderklamüsern. So, als nächstes schauen wir uns jetzt den Empfänger nochmal an, sprich die Sub-Activity. Die empfängt jetzt diesen Intent in der onCreate-Methode wie vorher auch, da hat sich nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist, ich habe jetzt meinen Button in der Sub-Activity, diesen Send-2-Button, jetzt auch eine MyClick-Method zugeordnet. Und hier habe ich jetzt die Vorbereitung der Rückantwort hineingeschrieben. Also ich erzeuge hier auch einen neuen Intent, also einen neuen Informationsträger, den ich jetzt durch die Welt schicken möchte. Hole mir jetzt auch hier wieder meine Referenz auf das Edit Text View. Ich hole mir meine Information in meinen Message String rein und packe auch hier in meinen Intent diese Message. Auch hier habe ich jetzt eine neue Kennung, Extra Message Reply Definition habe ich das jetzt mal genannt. Euch fällt bestimmt irgendwas Prägnanteres ein. Aber hier habe ich jetzt eben auch wieder meine Name Value Paarung in meinen Intent hineingepackt. Spannend ist jetzt, dass ich hier eine SetResult-Methode habe und hier packe ich jetzt ResultOK, das ist eine Android-Konstante, die ist im Prinzip standardmäßig, ich könnte auch ein paar Error-Codes reinpacken, aber für uns ist jetzt dieses ResultOK erstmal in Ordnung und entsprechend meinen Intent. Und am Schluss klicke ich Finish und das bedeutet, dass meine Sub-Activity jetzt geschlossen wird. Das heißt, mit Finish stoppe ich jetzt, gehe ich jetzt mein Lifecycle meiner Sub-Activity eben bis zum Destroy durch und die Information meines Empfängers oder meiner Rückantwort wird jetzt zum neuen Empfänger, also meiner Main-Activity jetzt geschickt. An. Hier habe ich jetzt eine neue Methode, die heißt onActivityResult. Das ist im Prinzip die Methode, die jetzt alle Rückantworten an meine MainActivity empfängt. Hier finde ich jetzt mein RequestCode, das ist quasi das, was ich ursprünglich in meiner Erzeugung meiner Sub-Activity hineingepackt habe. Wir erinnern uns, damit wir entsprechend feststellen können, welche Sub-Activity oder welcher Send- und Reply-Zyklus ist es jetzt eigentlich. Dann habe ich meinen Result-Code,
Der Result Code ist das, was ich meiner Subactivity als Result OK eingetragen habe und dann noch mein eigener Intent, damit ich an meine Daten komme. Und dann passiert eigentlich auch wieder nichts Neues. Ich hole mir eine Referenz auf mein Edit-Text-Feld und dann extrahiere ich die Nachricht. Das war meine Extra Message Reply Definition. Die hole ich mir. Diese Konstante habe ich in meiner Subactivity deklariert. Insofern steht hier Subactivity Punkt und dann Extra Message Reply Definition. Ich packe das in mein Edit-Text-Feld rein und damit ist die Sache gegessen. Das heißt, ich habe jetzt von meiner Subactivity meine Nachricht, meine Message an meine Main-Activity zurückgeschickt. So, das war jetzt das Wesentliche zu dem Thema Intents. Wichtig ist mir hier an dieser Stelle, dass man das Grundkonzept mal ein bisschen aufgenommen hat, dass ich ein Vehikel habe, mit deren Hilfe oder mit dessen Hilfe ich Informationen von einer Activity zur anderen schicke. Und das Entscheidende ist, und das ist erstmal was, was man auch mal sich vor Augen führen muss, diese Activities sind mehr oder weniger autarke Konstrukte, autarke Objekte, die in meinem Android-System hin und her schwirren. Und insofern haben die Entwickler von Android das Ganze sehr lose gekoppelt realisiert. Und diese lose Kopplung macht es eben jetzt notwendig, dass ich mit diesen Intents arbeite, dass ich zwischen diesen einzelnen Activities eben diese Konstrukte hin und her schicke und nicht einfach ganz blind eine Referenz, wie ich in normalen Java-Applikationen üblicherweise habe, eine Referenz auf das andere Objekt habe und dann mit irgendwelchen Gettern und Settern die Daten hin und her schicken kann. Nein, hier muss ich es über diese Intent-Geschichten machen. Ich vermute mal, die ersten paar Apps, die ihr schreiben werdet, werden da an der Stelle ein bisschen wackelig werden. Aber wenn man mal die wesentlichen Sachen dann intus hat, dann wird es kein großes Problem mehr sein. Vor allem auch, wenn ihr das nächste Video anschaut, bei dem ich mich ein wenig um das Thema Bundle auseinandersetze. Und Bundle ist ein Datenkonstrukt, das ich in den Intent hineinpacke, womit ich eben etwas mehr an kombinierten Informationen reinpacken. Wir erinnern uns, wir hatten hier immer nur Strings, also ein Message-String, den wir da reingepackt haben. Mit Hilfe des Bundles oder dem Verständnis des Bundles kann ich da sehr viel mehr an Informationen dann reinschieben und kann diese Intents tatsächlich auch einigermaßen aufblasen, auch wenn ich das nicht beliebig groß machen sollte. Aber das wird das Thema des nächsten Videos sein und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei diesem nächsten Video.